Damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Resident Evil Revelations 2. Jetzt mit Barry. Das hatte ich ganz vergessen, dass wir mit Barry auch nochmal spielen. Huch, verlassen Sie die Kanalisation. Okay. Es war Alex Wesker. Sie war verantwortlich für das Experiment vor 6 Monaten. Sie nannten sie die Aufseherin. Sie hat mir Moira weggenommen. Und nun werde ich nie... Und für was die ganze Scheiße? Entschuldigung. Ist schon gut. Sie hat gesagt, sie wird wiedergeboren. Wiedergeboren? Durch das Virus? Wozu braucht sie da meine Kleine? Das ergibt keinen Sinn. Tut mir leid. An den Rest kann ich mich nicht erinnern. Oh, Schnecke. Oh, Süße. Tut mir leid. Das ist mein Problem, nicht deins. Mach dir keinen Kopf. Wieso muss ich sie jetzt eigentlich hier rumschleppen? Das ist auch noch eine ganz nette Frage eigentlich. Barry? Geht's dir gut? Ja, ich, hab mich nur erinnert, wie ich immer mit Moira und Polly spazieren gegangen bin. Wart ihr eine gute Familie? Wir haben es versucht. Moira und ich haben oft gestritten. Auch als sie größer war. Weil sie so schlimme Wörter benutzt? Nein, das macht sie nur, um mich zu ärgern. Ich habe den Keil zwischen uns getrieben. Ich habe echt versagt als Vater. Sie und Polly haben im Haus gespielt. Ich hatte vergessen, meine Pistolen wegzuschließen. Und Moira hat... Polly hatte einen Unfall. What? War es Moiras Schuld? Nein, es war meine. Aber ich bin laut geworden und... Ich bin wohl nie dazu gekommen, die Verantwortung zu übernehmen. Polly hat überlebt, Gott sei Dank. Aber nicht ich und Moira. Wir haben uns entfremdet. Ich glaube, sie hatte dich noch lieb. Danke, dass du das sagst. Aber ich muss es eingestehen. Ich konnte sie nicht retten. Aber ich werde dich retten. Ich verspreche dir, ich hole dich hier raus. Ich weiß. Danke, Barry. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo ich hier hinlaufen muss. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Was soll das, weil hier komisch Geräusche sind? Ich kann jetzt laufen. Sicher? Na gut, Partner. Runter mit dir. Okay. Das heißt, dass hier gleich wieder Bullshit passiert. Wie kommen wir wieder zur Oberfläche zurück? Hier liegt was. Alter, hier liegt doch was. Achso, das ist nur so ein Stein. Den schnappt sie sich sogar automatisch. Ich bin ja doch positiv überrascht. Oh fuck. Bitch. Ja, ja, der wollte mich erschrecken. Nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir. So was schmeißt. Oh! Oh shit. Bitches. Hier unten sind wir nicht sicher. Geht's dir gut? Ja, und dir? Ich hoffe, dass ich auch hier größere Taschen kriege, mal irgendwann. Das würde mich da... Ih, ein Käfer! Weg mit dem Ungeziefer. Alter. Fuck you. Fuck you. Käfer. Ui. Ob das ist hier, wo vorher das Wasser war, oder? Au! Schauzi! Schnecke muss weg, die Käfer sind garstig. Au, hallo? Halt Schmerzamio! Nein! Au! Sag mal! Ich
Sind die jetzt endlich mal tot? Meine Güte. So. Das ist eine Waffe. Da packe ich aber mal lieber. Wie komme ich da hin? Lass mich da hin. Das ist ja garstig. Also wirklich garstig. Oh. Ah, nein, halt, stopp! So. Ah, der hat mal eine ordentliche Knarre, weißt du? Da weißt du, was du hast. Schnecke hat ihren Stein dabei. Warum auch immer. Krassiges Getier. Oh, fuck. Ja, ja, ja. Ja, das dachte ich mir schon. Wo ist denn? Okay, es ist genau dort. Alles gut, Mäuschen? Also diese Käfer. Meine Fresse. Okay. Sieh doch. Oh, guck mal, da ist der Typ. Komme ich hier rein? Echt, jetzt komme ich hier rein? Krass. Oh ja. Yeah. Ja. Lass ihn bleiben. Armer Mann. Ganz allein gestorben. Ein Handy. Moment. Das ist Moiras. Geht schon. Gehen wir. Okay, also der ist wirklich hier allein. Ich nehme die Insel auseinander für das, was sie ihr angetan hat. Risch so, Barry, risch schön Ruf. Ich glaube, das Ding werde ich niemals benutzen, ey. Kann ich das gute Stück noch irgendwie? Nee, irgendwie nicht. Na gut. Hier ist ein Schlüssel. Ich kann in die Sitzung Schlüssel. Machen wir, dass wir rauskommen. Bleib in der Nähe, okay? Mach ich. Schnecke, siehst du hier irgendwas? Nee, ne? Okay, was haben wir hier? Was haben wir hier? 19.07.1988. Ich muss meine Sprachkenntnisse verbessern, also schreibe ich dies in ein Tagebuch in Fremdsprache jeden Tag. Jeden Tag, ich schreibe, aber mir fehlen die Worte. Jetzt habe ich guten Grund. Heute mein erstes Kind ist in die Welt gekommen. Ihre Mutter hat ihr den Namen Irina gegeben. Das ist der Name von meiner Großmutter. Ich war dagegen, aber kann nicht gewinnen gegen dickköpfige Frau. Sie hat Augen und Nase von Vater, aber Mund von Mutter. Wir werden gesundes, starkes Mädchen aus ihr machen. Dieses Jahr ist sie wieder gut drauf. Mein Geschäft läuft gut. Mein Leben läuft jetzt auch recht gut. Ich will Irina selbst Gefühl geben, wenn sie älter ist. Das ist jetzt meine Verantwortung als Vater. Irina ist schon 6. Wie Zeit fliegt. Sie mag es nachzumachen. Ihre Mutter hasst das. Vulva-Nachahmung ist perfekt. Kleine Groschka ist sehr schlau, mag Mathematik. Ihre Großmutter mochte auch Mathematik. Irinas Lächeln gut gegen meine Sorgen. Mine ist jetzt gefährlich und macht kein Geld mehr. Inselzustand mehr schlecht und mehr schlecht. Ich verliere vielleicht Arbeit, aber keine Sorge. Keine Zeit zur Sorge. Insel ist Heimat. Ich möchte sie in gutem Zustand an kleine Groschka übergeben. Das ist jetzt meine Verantwortung als Vater. Irina ist jetzt 12, schon rebellisch, mehr wie ihre Mutter jeden Tag. Ich verstehe nicht die Frauen, nun bin ich peinlich für sie, bis sie braucht Geld oder Gefallen. Apropos Frauen, eine Frau kam zu unserer Insel, sie verspricht Industrie zu revitalisieren. Ich habe jetzt Arbeit, neue Anlage in Mine zu bauen. Ich dachte, Mine erledigt, aber sie hat noch Verwendung dafür. Sie ist geliebt von jedem, sie nennen sie unsere Retterin, unsere Wohltäterin. Meine Mutter hat immer gesagt, vertraue nicht Menschen mit Geld. Armer Arbeiter verlässt als reicher Kapitalist. Guter Ratschlag, aber reiche Frau hilft uns. Es ist Irinas 20. Geburtstag. Ich sollte feiern, aber ich mache mir Sorgen. Nächste Woche, sie geht arbeiten in Mine. Ich war dagegen, aber Groschka hört nicht.
Hört nicht seit Jahren. Warum sollte er jetzt anfangen? Irene ist dickköpfig, genau wie ihr Vater, so sagt sie immer. Hatte wohl recht, ist jetzt schon ein Jahr, seit du fortgegangen bist, meine Liebste. Ich traue nicht Leuten in Anlage etwas falsch an ihnen. Aber andere denken, ich nur dickköpfiger alter Mann. Vielleicht jetzt auch Irina. Aber ich weiß, ich habe recht. Ich hoffe, auch Irina merkt es bald. Ich habe Irina nicht gesehen, schon ein Jahr lang. Oh, fuck. Etwas Schlimmes passiert mit unserer Heimat. Menschen werden krank. Mehr kann ich nicht erklären. Es liegt alles an Frau. Sie hat Geruch von Böses. Das sollte Irinas Heimat sein, aber jetzt zu spät. Ich verlasse diese Stadt. Alles. Aber Insel ist meine Heimat. Ich werde nicht verlassen. Kein anderer Platz für mich. Also gehe ich in Kanalisation. Da bleibe ich. Wird schlimmer werden. Ich weiß es. Irina, pass auf dich auf. Ich finde dich. Ich verspreche, Kroschka, du bist alles, was dein Vater noch hat. Ach Mensch. I don't like that. Kann ich dir das geben, Schnecke? Weil dann hab ich Platz für andere Sachen. Ah. Ja, bitte. Kombinieren mit Brandshit. Ja, das ist der Mann, den hier Moira und so gefunden haben. Barry, weiter geht's. Also sie hat jetzt ein rotes Armband. Weißt du, das hat sie schon die ganze Zeit, oder? Ich werde die so ganz kurz mutieren. Sieht super unsympathisch aus. Sind hier wieder Käfer? Warte mal, ich habe hier gerade eine Karte gesehen. Wo warten die? Hier unten irgendwo. Der steht auf. Oder auch nicht. Warte, ich habe so die Karte gesehen. Ich bin doch nicht doof. Da oben ist sie. Wie komme ich denn da hin? Eine Sackgasse. Sieht aus, als kann man die Schleuse von da oben öffnen. Ja, und nu? Kriege ich die Kleine hier irgendwie... Kriege ich die hier irgendwie hoch? Kriege ich denn das jetzt hin? Okay. Das war ein Versuch wert. Ja, und nu? Was mache ich jetzt? Vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Ah. Mäuschen, du musst hier runter. Sie kann da unten durchkrabbeln. Ich verstehe. Barry, da ist eine Öffnung. Dann krabbel ich hier mal durch. Natalia, kannst du die Schleuse von der Seite aus öffnen? Okay, einen Moment. Erstmal nehme ich die Karte. Sicher ist sicher. Der steht bestimmt auf. Der sieht so aus, als würde er aufstehen. Oder? Guck ich hier. Immer her mit den Munitionssachen. Natalia, versuch die hier aufzubekommen. I'm trying. Mach ich. Very hard. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Steht der auf? Wahrscheinlich hätte ich auch auf den netten Kasten da schießen können.
Okay. Ja, ist klar. Bitch, bitch, bitch! Bitch! Warte, ich schieße schon noch auf dich. Ich muss nur warten. Was sind das Schönes? Nehme ich alles mit. Alles meins! Okay. Schnecke, ich glaube, du musst hier wieder was aufmachen. Okay. Ich schieb das mal hier runter. Vielleicht brauchen wir das nicht. Aber da unten ist noch eine Kiste. Guck mal an. Okay. Hier liegt aber auch Zeug. Liegt auch Krempel rum. Nehmen wir alles mit. So, Barry, hier ist noch ein Kistchen. Das nimmst du bitte auch mit. Ich bin voll. Na, klasse. Kann ich irgendwas mit irgendwas kombinieren? Rauch, Schießpulver. Rauchpulver brauche ich bestimmt nicht unbedingt. Machen wir es so erstmal. Munition, wie gesagt, heilig, ne? Ihr kennt das. Da drüben kann ich weiter, ja. Barry, schieß auf das Ding vor mir! Ich schieß auf das Ding vor dir, warte. Danke! Natalia, die Schleuse! Mach ich! Erstmal das Ding hier runterschubsen. Alter, Barry! Nicht dein Ernst. Steht Zombie vor dir, aber das Erste, was du machst, ist erstmal doof aus der Wäsche gucken. Schnecke. Der muffelt offenbar. Was ist los? Okay, ich sehe das Problem. Das sehe ich gar nicht mehr. Das wäre eher kontraproduktiv. Shit! Fick dich. Fuck you! Der röchelt. Fick's nicht. Warte mal. Schnecke müssen wir mal auch ein Stückchen weiter schubsen. Ah, hier. Barry, komm mal zurück. Hier, warte doch. Du musst mal ein Stückchen zurück. Auf das Ding da vorne schießen. So, du kannst ihn nämlich... Hoffentlich... Oh shit, warte. Alles gut. Kannst du nämlich das Ding hier aufmachen? Eher hier drüben irgendwie. Okay. Niam, niam, niam. Irgendwie hier so. Ah, fuck. Fuck you, fuck you. Das sieht gut aus.